Was würde ich jetzt geben für so einen richtig geilen Drink hier in Rio? Ah, seht ihr dieses Sommerfeeling hier? Ist das nicht Wahnsinn? Herzlich willkommen zurück zu Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich habe hier noch ein bisschen so rumgetobt, mir ein bisschen was angeschaut. Leider ist nur dieser Strand begehbar. Schade. Aber ich habe noch zwei andere Dinge entdeckt. Und zwar oben links, wo angezeigt wird, dass wir, nachdem wir Fußball erfolgreich abgeschlossen haben, haben wir zwei Münzen und zwei Ringe gekriegt. Ich denke, damit kann man Sachen kaufen. Dann oben rechts, die Olympischen Spiele werden bald eröffnet. Heißt es, da werden regelmäßig die aktuellen Sportdisziplinen sowie Medaillenvergaben bekannt gegeben. Das wäre cool. Würde ich feiern. Das würde das Spiel hier wirklich, wirklich interessant gestalten. Und dann hat noch jemand von euch mir gesagt, dass man Charaktere freischalten kann, man kann Turniere spielen, was man auch früher konnte, und das war auch schon alles. Ja, ich würde sagen, ich denke, wenn wir mit den beiden reden, dann können wir ein Turnier starten. Na, da ist Dico. Nö. Ach so. Ja, Sonic kann reden, Mario aber nicht. GG. Ja, wir machen weiter mit einer neuen Sportart und zwar mit Rugby. Ja. Ich habe keine Ahnung von Rugby. Und ja, ich hoffe, die Regeln werden erklärt. Kann ich hier irgendwo Regelmenü, sehe ich jetzt keins. 7er Rugby, das ist noch was anderes, oder wie? Ja gut, heute nehmen wir ein bisschen eine Sonic-Gattung. Ihr wolltet Metal Sonic, dann nehme ich mal Metal Sonic. Shadow, wolltet ihr? Ja, wen nehmen wir denn noch? Donkey Kong sehe ich halt am Rugby ziemlich gut. Tackling ist volle Breitseite, ne? Und den Wario. Tempo ist nicht so hoch. Shadow haben wir mit hohem Tempo. Ja, dann kommt noch Wario. Wie der hier schaut, what the fuck. Richtig geldgeil. Hinterlistig und so. Ja. Rugby. Ich hoffe, es wird erklärt, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel geht. Ich glaube, bei American Football läuft man bis zur letzten Linie und macht seinen Touchdown. Und bei Rugby muss man halt durch diese Tore schießen. Keine Ahnung. Aber es wird ja erklärt. Drücke A, um den Ball zu treten und das Match zu beginnen. Okay. Zweitens, drücke B, um einen Pass zu spielen. Du kannst nicht vorwärts passen. Ah, du kannst nicht vorwärts passen. Aha, okay. Drücke A, um den Ball zu treten, tritt ihn durch die Torstange. Für 3 Punkte. Okay, in der Torstange kriegt man 3 Punkte. Und das Malfeld. Drücke nahe des Malfelds A, um einen Versuch zu erzielen. 5 Punkte. Ach so, okay. Danach kannst du eine Erhöhung versuchen. 2 Punkte. Also man kann 7 Punkte im Ganzen in einer Runde kriegen, oder wie? Drücke als Verteidiger A, um ein Tackling auszuführen. Frontale Tacklings sind am effektivsten, okay. Drücke L, um einen Tackling auszuweichen. Temposchub, okay. Wenn es einem Tackling nicht ausweichen, drücke B, bevor der am Boden fällt. Okay, um einen Pass zu machen, ne? Ja. Offenes Drängeln, okay. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ich weiß nicht, wie wir Punkte erzielen. Das wird leider nicht erzählt. Fände ich ein bisschen schade. Und, wir haben eine 7er Mannschaft. Warte mal, die sind tackelstark. Die aber ein bisschen ausgeglichener. Ich nehme Bum Bum. Und die stehen eigentlich ganz gut so. Obwohl. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ich habe eh keine Ahnung von dieser Sportart. Ups. Ich glaube, das war falsch. Ja, Tackle. Komm. Nein. Kommt doch jemand mir helfen. Nein. Was ist das für eine Sportart? Oh mein Gott. Tackelt den doch. Der läuft ins Ziel.
Nimmt dem den Ball ab. So. Das war falsch. Ich wollte B drücken. Aber hat nicht geklappt. Na los, wir sind doch stärker. Komm. Ja, super. Okay. Wir dürfen nicht nach vorne passen. Und wie kommen wir dann nach vorne? Indem wir laufen. Okay. Ihr seht, ich verstehe irgendwie das Spiel nicht. So, schneller Pass. Und Pass. So kommt man nach vorne, Pass. Und wieder direkter Zurückpass. Ja, der Shadows, nee, Metal Sonic läuft eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen raus. So. Und ein Temposchub, nee. Hat nicht. Was, das war aus? Oh, Betrug. LOL! Was der Donkey Kong da gemacht hat. Oh, das ist gut. Und weiter geht's. Komm, Donkey Kong. Schneller Pass. Nein! Ich will den Boom Boom hier unten. Zack. Und ins Aus. Das Spiel ist kompliziert, weil ich es nicht verstehe. Nein. Nein, andere Seite. So. Der war frei. Bum-Bum läuft aber ganz gut. Ach, jetzt bin ich gestolpert. Ja, geht doch da rein. Ach, der Bowser kriegt's. Kennt ihr American Football oder Rugby, besser gesagt? Habt ihr das schon mal gespielt? Es geht mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Eigentlich war das mit dem Team gar nicht so schlecht. Das war gut. Ja, die bekommen jetzt den Anschuss. Schießen den Ball aber gleich zu uns. Warum nicht? Okay. Komm, Boom Boom. Auf die andere Seite. Und Shadow. Ja, Shadow läuft natürlich saugut. Wenn die mich von vorne da tackeln. Oder ich versuche jetzt mal zu schießen. Nein, hat nicht gereicht. Jetzt, Schuss. Ah, leider nicht. Okay. Geht's jetzt einfach weiter? Ja, es geht weiter. Okay. Also da gibt's irgendwie kein Aus. Ich muss sagen, ich habe die Sportart einmal ganz kurz gespielt. Aber nur als Jux. Also mit, ja, mit der Schulklasse. Und das ist ein Tor. Ja, das ist ein Tor. Es gibt dann mal 3 Punkte für uns. Super. Das nach vorne rennen ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Ich verstehe nur nicht, warum man den Abstoß macht, warum der Gegner nicht sofort den Ball kriegt. Kann man so halt... Ah, weil man so vielleicht das Spiel ein bisschen beeinflussen kann. Okay, ja. Ich verstehe es schon. So, und nochmal. Komm. Nee, pass. Ach, hat nicht mehr gereicht. Shadow, nein. Ich sage immer Shadow, das ist Metal Sonic. Tut mir leid, ich kenne mich mit dem Sonic-Franchise einfach nicht gut aus. Ich merke die Spieleserie nicht so. Die alten Teile, 2D-Teile, sind ganz cool, aber alles, was danach kommt, ach, geht nicht. Komm, Wario. Nein, okay. Pass. Und nochmal Pass. Donkey Kong ist mir so ein bisschen verloren dort hinten. Ich glaube, ich wechsle den... Ah, ne, ich kann nicht mehr wechseln. Ist schon Nachspielzeit. Also, wir haben einen guten Zwischenstand. Ich würde den Ball jetzt auch, wenn ich wüsste, wie lange das Match noch geht, nach vorne stoßen. Der Ball geht an uns. Wir sind zu zweit, würde ich mal sagen, ja. Ah, Wario! Oh mein Gott! Was dieser Ball rollt? Betrug. Das ist schon Spielende. Ja, also ich habe nichts kapiert, wir haben trotzdem irgendwie gewonnen. Dann geht's jetzt in die Traumdisziplin von Rugby. Bin ich auch mal gespannt, was das ist. Wir haben übrigens auch einen Musikplayer, aber ich spiele da nicht so mit rum. Ich finde die Musik aber allgemein ziemlich gut. So, als nächstes nehmen wir dann... Warte mal, da sind ja die ganzen Fähigkeiten anders. Ja, dann nehme ich jetzt mal ein Mädels-Team hier. Blaze, Amy, Peach. Gibt es noch einen anderen weiblichen Charakter als Daisy? Silver. Ja, ich kenne Silver.
Sonic 2006 fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe es eigentlich okay gefunden, aber viele kritisieren den Teil ja, weil er total lächerlich ist, ne? Ja. Kann ich aber verstehen. So, jetzt sind wir auf einem Wasserfeld und da gibt es wieder mit den Duellpunkten. Okay, sammle Duellpunkte und erziele einen Versuch. Also ist das gleiche mit Plasmastahl auch? Ne, es gibt sogar Items. Laufe mit dem Ball durch einen Regenbogen um Superangriffe. Aha, okay. Kugelwilli fliegt gerade auf und wirft alle Spieler in seinem Weg. Alle Spieler oben, die in seinem Weg stehen. Stashi, der Shachi-Panzer, fliegt auf den Ball und explodiert. Okay. Die Bombe fliegt vorwärts und stößt einen Gegner in verschiedene Richtungen. Der Chaos Emerald wirft der Gegner in der Nähe um. Okay. Kompliziert wie je und je. Aber mal schauen, ob das was wird. So, diesmal spielen wir dann auch mit diesem kleinen Roboter aus Sonic. Und dann geht's gleich mal los. So, kriegen wir es denn mit schweren Gewichten zu tun? Nee, eigentlich nicht. Die haben auch keine so starke Gegner. So, kann ich denn auch meine Ausweichmanöver machen? Ja, kann ich. Oh, Regenbogen. Ja, geil. Und noch einer. Lol, ist ja total unfair. Die müssen jetzt auf das Item gehen, oder wie? Ja, dann schaffe ich doch jetzt dieses Touchdown-Gedöns. Ja, ich hab's geschafft. Okay, das Spiel ist ja viel unfairer. Aber ich denke, mit Items kann man das... Okay. Ah, jetzt kann ich schon mal 2 Punkte erzielen. Lol. Also, in diesem Fall halt 13. Okay. Ich glaube, bei Rugby geht es sehr stark drum... Ich habe mein Item. Es geht sehr stark drum, richtig zu stehen. Also, die Position auf dem Feld scheint sehr wichtig zu sein und interessant. So, Vektor müssen wir hier... rannehmen. Regenbogen! Ja. Nein, jetzt hat der Vektor den Regenbogen. Das ist nicht gut. Und er macht auch diesen Touchdown. Oh, oh. Kriegt aber 19 Punkte. Sprich, wenn er 13 erwischt, kann er mal alles rausholen. Okay. Was kriegt der? Was kriegt der? Er kriegt nicht mal einen Treffer. Oh, okay. Super. Ja, ich finde den Absturz aber ein bisschen unfair, weil man hat sehr leichte Ballkontrolle in diesem Spiel. Ja, gut, und dann kommt sowas, ne? Nein! Aber sie haben doch 0 Punkte. Okay, sie kriegen 10 geschenkt. Oh, jetzt müssen wir nochmal, ja. Oh, nee, das geht schon wieder daneben. Ist das so schwer? Ich finde das aber gar nicht schwer. Und das Spiel unterstützt auch Off-TV-Play, merke ich gerade. So. Ah, aus. Nein, ist gut. Komm, spring. Silver. Ah, ist so klein. Weg damit. Amy, nach vorne. Nein, Bowser Jr. Rammt ihn. Rammt ihn. Sonic hat noch den Ball. Ja, das ist schon wieder die Ziellinie. Ich hoffe, das ist aus. Ist das aus? Ja. Jetzt kommt. Ah, jetzt kommt dieses Gedrängel. Schnell A drücken. Okay. Habe ich es geschafft? Ja, habe ich. Springen. Nein. Okay, da ist noch jemand frei. Ah, Regenbogen. Ja. Nice. Und Peach ist sau schnell im Regenbogen. Komm. Ja, springen. Und schnell. Wunderbar. Touchdown. Das wird aber jetzt für uns auch schwer von der Position her, wenn wir jetzt da stehen. Ich glaube aber schon. Ja, nee, ein bisschen besser stehen wir dann schon. Ah, ist aber trotzdem schwer. Okay. Ich glaube, das erste war so ein bisschen einsteigerfreundlich geschmückt. Und die Zeit ist vorbei. Super. Ja, das Spiel ist doch interessant. Position war eigentlich ganz gut. Ist okay so. So, 43 zu 29 steht's. Und jetzt kommt ein Eigentor, oder wie? Ja, jetzt kommt wieder Gedrängel. Das ist aber leicht. Einfach ein bisschen pushen. Ich denke, das haben wir geschafft. Nee, haben wir nicht geschafft. Oh, dann schnell. Nimmt dem den Ball ab. Oh mein Gott.
Oh, 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 oh. Gefährliches Feld, ja. Da kriegt er die Punkte, aber nur 10. Ich glaube, wer hat denn mehr? Jetzt darf er natürlich nicht treffen. Jetzt einfach, es könnte ein Treffer werden. Pfosten. Und das ist schlecht. Das ist mein Telefon. Ja, Telefon klingelt. Ich kann aber jetzt nicht aufhören. Moment, Moment. Scheiße, das ist ein Fail. Ach, komm, mach kurz da. So, wieder zurück. Kurzer Schnitt. Ja, tut mir leid. Hab vergessen, das Telefon auf lautlos zu stellen. Kommt mal vor. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo bei mir das Telefon klingelt. Ist aber jetzt auch nichts Besonderes. Kriegt schon wieder Punkte. Eieiei, jetzt sind wir vorne. Dann müssen wir aber jetzt ein bisschen Gas geben. Nein, kriegt noch mehr Punkte. Scheiße. Ah, hier ist die Traumdisziplin schwerer. Aber cooler, meiner Meinung nach. Mir gefällt das besser. So. Nimm dir den Ball. Pass. Und die machen hier schön alles zu. Komm, Regenbogen. Ja, super. Oh, und wir haben jetzt einen weiten Vorsprung. Ja, dann platziere ich mich mal gut. Ich denke, so ist es am besten. Oder geradeaus vielleicht wäre noch besser gewesen. Ich weiß es ja halt jetzt nicht. Ich hoffe, wir treffen das Tor. Oh, da haben wir leichtes Spiel. Aber kriegen nur 5 Punkte. Ah, reicht es? Oh, es wird... Oh, Gleichstand. Ja gut, dann. Weiter geht's. Das ist eine gute Taktik. Komm, zurück. Pass zurück. So, und über die andere Richtung. So, andere Seite. Ja, pass zurück. Und in den Regenbogen. Nein, das hat der Sonic, den Regenbogen. Und der Sonic ist natürlich sauschnell. Ach Gott. Und er steht gut. Jetzt müssen wir nochmal richtig viele Punkte holen. Ja. Klar, dass er das Tor trifft, nur. Ja, jetzt müssen wir so viele Punkte holen. Jetzt müssen wir Duellpunkte sammeln. Items kommen aber selten im Einsatz, finde ich gut. Und nach vorne. Ey, das wäre doch unser Einwurf. Und Silver kommt wieder nicht dran. So, an Amy. Pass. Hier, Silver. Nach vorne. So. Und das ist das Spielende. Damit haben wir verloren. Ja gut, eine Partie gewonnen, eine verloren. Das war's heute wieder mal mit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich drück kurz aufs Beenden. Dann sehen wir, wie viele Münzen wir jetzt wieder kriegen. Und Ringe, also wir bekommen beides zeitgleich. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau warum. 2 Münzen und 2 Ringe. Ja gut, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit einer weiteren Sportart. Bin mal gespannt, was dann kommt. Bisher macht das Spiel richtig Laune und wirklich Spaß. Und ja, ich bin momentan wirklich positiv überrascht. Bis zum nächsten Mal bei Mario und Sonic in Rio 2016.